Heute habe ich was ganz Besonderes für euch, eine meiner Lieblingsknabbereien, nämlich die Reissnacks von Vitavia. Die einen oder anderen mögen sie kennen. Ich finde die Dinger richtig, richtig cool. Also das ist eine Knabberei, auf die ich total stehe. Ist ein super Ersatz für Flips, Chips, Salzstangen oder was weiß ich nicht was. Und ich würde einfach auch mal behaupten, die sind vielleicht ein bisschen kalorienarmer. Aber wer weiß das schon. Keine Ahnung, müsste man mal vergleichen. Diese haben jetzt für 100 Gramm 413 Kilokalorien. Wer sich dafür interessiert, kann ja mal nachgucken. Ich werde mal aufmachen und euch zeigen, was da so alles drin ist. Ist nämlich eine bunt gemischte Packung. So, dann zeige ich euch mal, was da drin ist. Das sind jeweils solche kleinen Leckereien, aus Reis gemacht. Hier ist noch ein bisschen Sesam drauf. Ich weiß gar nicht, ob da drin jetzt eine Erdnuss drin ist. Hier, probieren wir einfach. Ja, da ist eine Erdnuss drin. Geschmacklich, kann ich eigentlich gar nicht so richtig beschreiben, was das für ein Geschmack ist. Ja, ist natürlich durch die Nuss, erdnussig logischerweise. Ansonsten ist es sehr, sehr kross, also fester auf jeden Fall als Chips. Gehen wir mal weiter. Dann haben wir hier sowas Leckeres. Keine Ahnung, was das letztendlich ist. Auf jeden Fall ist hier drum Nori. Das ist Alge. Ja, vielleicht ist der ein oder andere noch skeptisch. Aber für mich gehört das mittlerweile schon irgendwie dazu. Ich bin absoluter Sushi-Fan. Und deswegen macht mir sowas überhaupt nicht aus. Der Geschmack von Nori ist auch gar nicht so intensiv eigentlich. Und ist auch nichts Ekliges. Von daher sollte das eigentlich jeder mal probiert haben. Gehen wir mal weiter. Dann haben wir hier sowas. Das ist, würde ich sagen, einfach nur so Reispaste, die irgendwie so aufgefrittiert wurde und dann fest wurde dadurch. Nichts Besonderes. Natürlich noch mit Gewürzen. Alles andere ist dann auch irgendwie wieder Reis, der frittiert, gekocht oder was weiß ich nicht was wurde. Mit Algen drin, oder also mit Nori. Und immer wieder gibt es dazwischen dann solche Dinger, wo Erdnüsse drin sind, sehen eigentlich ganz lustig aus. So ein bisschen wie die Kaugummis, diese eckigen, nicht eckigen, die man aus irgendwelchen Kaugummiautomaten früher bekommen hat als Kind. Ja, hier, ich glaube, der hier ist mit Wasabi noch ein bisschen eingeschmiert. Das ist dieses grüne Zeug vom Japaner, das ziemlich scharf ist, also sollte man mit Vorsicht genießen. Ja, hier haben wir noch so ein bisschen andere Sachen. Aus Reis. Sind eigentlich alle sehr appetitlich. Mir schmeckt das sehr gut. Solltet ihr mal probiert haben. Hier sind nochmal zwei. Wie die letztendlich zubereitet sind, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind sie super lecker. So, das hier ist die Tüte. Habt ihr gerade schon gesehen. Das sind 150 Gramm da drin. Und das ist natürlich ein bisschen weniger als nur Standard-Chips-Tüte. Preislich ist es ein bisschen darüber, würde ich sagen, also mit 1,30 Euro. Aber es lohnt sich, finde ich. Man sollte es zumindest mal probiert haben. Für mich ist es auf jeden Fall eine Alternative zu den anderen Knabbereien, wie ich schon gesagt habe. Und deswegen vergebe ich den Reissnacks von Vitavia eine 6 von 7 Punkten.